Schönen guten Tag alle zusammen. Heute muss ich jetzt eine Vorlesung halten, was ein bisschen anders ist als die didaktischen Vorlesungen, wo Sie nur die prüfungsrelevanten Tatsachen erlernen werden. Ich werde heute versuchen, vielleicht etwas mehr zu sagen, als Sie in der Prüfung unbedingt brauchen, aber ich muss doch etwas vom limbischen System, so prüfungswichtige Sachen erklären. Ich werde deshalb immer die Folien betonen, wo Sie dann heute mehr Zeit verbringen sollen, wenn Sie die Frage vorbereiten. Also das limbische System und etwas noch vom Hippocampus muss ich Ihnen heute erklären. Um ehrlich zu sein, dieser Stoff ist gar nicht Anatomie, sondern eher Physiologie. Und das werden Sie wahrscheinlich von den Physiologen hören, dass das ist eigentlich eine anatomische Frage und gar nicht Physio, ist irgendwo bei der Grenze zwischen den beiden Fachgebieten. Und deshalb wird das bei uns ein bisschen vielleicht erklärt und vielleicht die Physiologen sagen auch etwas darüber. Aber so wirklich einzuordnen ist schwierig, weil das bei allen Fächern vielleicht etwas Relevanz hat. Was ich Ihnen heute erklären muss, ich fange immer mit Grundbegriffen an, ich erkläre ein paar Definitionen, was wir dafür brauchen. Ich werde dann über die Teile des limbischen Systems erzählen, das wird Anatomie sein. Ich werde über die Verbindungen des limbischen Systems etwas erklären. Ich werde die afferenten und die inneren Verbindungen und Efferenzen kurz zusammenfassen, aber diese Beschreibungen werden nicht ganz ausführlich, weil das, wie Sie sehen werden, eine sehr zusammengesetztes System ist und man kann nicht alle Details erklären. Und am Ende, ich werde über die Funktionen etwas sagen, vom Hippocampus und von der Amygdala. Das ist etwas, was man eher zur Physiologie einordnen könnte, aber die Struktur und die Funktion hängen ja zusammen. Deshalb, ich werde darüber auch ein paar Worte sagen, aber wieder ohne Vollständigkeit, weil das in 45 Minuten eine unmachbare Aufgabe wäre. Dann Grundbegriffe. Was ist das limbische System? Wie wird das definiert? Also es lohnt sich immer, den Namen anzuschauen, woher der Name kommt. Limbus, Grenze, Rand. Wie Sie schon vielleicht gehört haben, schon im ersten Semester gab es dieses Wort in der Nomenklatur. Man hat angefangen, das Gehirn zu forschen und man hat histologisch angefangen, die Struktur der Großhirnrinde zu beschreiben. Und Sie haben darüber schon eine Vorlesung bekommen. Und Sie wissen, dass es fast überall aus 6 Schichten besteht. Aber wenn man näher hinschaut, dann es gibt Grenzgebiete, wo die Rinde bald aufhört an den Rändern. Dort ist die Struktur ein bisschen anders und ist meistens dünner und besteht aus wenigeren Schichten und man hat dann deshalb diese Arealen als Grenzgebiete der Rinde unter dem Begriff limbisches System erstmal zusammengefasst. Diese sind eigentlich phylogenetisch solche Arealen, die früher entstanden sind, schon in primitiveren Kreaturen dann zu finden sind. Dann man hat diese rindlichen Rindenarealen studiert und es stellte sich ein paar Jahre später raus bei der Forschung, dass die eigentlich ganz weitgehende, vielfältige Verbindungssysteme haben. Und sie werden nicht nur mit kortikalen, sondern auch mit subkortikalen Zentren in Zusammenhang stehen. Deshalb man hat angefangen, subkortikale Strukturen, die gar nicht zur Rinde gehören, zum limbischen System einzuordnen, weil sie dann eine engere Beziehung mit diesen randständigen kortikalen Arealen haben. Und heutzutage versteht man unter dem limbischen System eine Gesamtheit von solchen Strukturen, die dann mit 2 wichtigen Funktionen zu tun haben, weil es stellte sich heraus, dass diese Arealen eine Bedeutung bei der Gedächtnisbildung und bei der emotionalen, affektiven Funktionen beteiligt sind. Also diese hängen natürlich eng zusammen, wenn wir jetzt
eine starke emotionale Ladung haben, wenn wir etwas stark mit starken Emotionen erleben, wenn es etwas geschieht, was uns sehr wütend macht oder was uns sehr positiv oder negativ beeinflusst psychisch, das werden wir länger in unserem Gedächtnis speichern und man erinnert diese Ereignisse deutlich länger. Zum Beispiel, wenn ich die Frage stelle, was Sie vor 4 Tagen als Abendessen gegessen haben, Sie werden wahrscheinlich nicht unbedingt davon Erinnerungen haben. Aber wenn an dem Tag Sie mit den Freunden zusammengekommen sind, Sie hatten eine Geburtstagsparty oder sowas, dann erinnern Sie sich sicherlich, was dort Sie gekocht haben zusammen vielleicht. Also das sind solche Funktionen, die eng zusammenhängen, die Emotionen und die Gedächtnisbildung. Das hängt eng mit dem limbischen System zusammen. Dann, das ist ja eine Anatomie-Vorlesung, deshalb muss ich über Anatomie sprechen. Sprechen wir jetzt über die Teile des limbischen Systems kurz. Diese Folie werden Sie nicht so gerne haben, aber das sind eigentlich die wichtigsten limbischen Strukturen zusammen. Die Abbildung kommt von einer älteren Ausgabe der Grace Anatomy und Sie sehen mit Gelb betont die Felder, die die dann zum limbischen System eingeordnet sind. Rundherum werden dann die Strukturen erscheinen mit Namen und ich habe dann die Arealen, die aus grauen Substanz bestehen, mit grau markiert und die weißen werden die Bahnen sein. Also nach dem Halbieren des Gehirns haben Sie schon sicherlich den Gyrus Cinguli kennengelernt. Ich muss das nicht länger erklären, wo das liegt. Der Gyrus Cinguli ist das höchste kortikale Zentrum des limbischen Systems. Direkt unter dem Gyrus Cinguli an der Oberfläche des Corpus callosum liegt eine dünne graue Substanzschicht. Das nennt man Indusium griseum. Es ist auch zum limbischen System eingeordnet. Das Septum pellucidum und die darunterliegenden septalen Kerne werden auch zum limbischen System eingeordnet. Und diese Strukturen haben mehr oder weniger mit den telencephalischen kortikalen Strukturen zu tun. Aber jetzt kommt ein Kern, der von der eigentlich evolutionär eine diencephalische Struktur. Trotzdem der Nucleus anterior thalami wird auch noch zum limbischen System eingeordnet und das hat enge Beziehungen mit den Zentren des limbischen Systems. Ich werde dazu bald zurückkommen. Dann immer noch zu den kortikalen Strukturen. Vor der Lamina terminalis ist eine dünne graue Substanz noch zu finden, die vor der Lamina terminalis liegende Windung, die der Gyrus paraterminalis ist zu erwähnen. Ich komme bald zu den Riechfunktionen zurück, aber der Bulbus olfactorius ist auch noch ein Bereich mit Tractus olfactorius und eigentlich das ganze olfaktorische System hat eine enge Beziehung mit dem limbischen System, wie Sie nachher noch sehen werden. Tief im Temporallappen eingebaut, vor dem Seitenventrikel Corno inferius befindet sich der Mandelkern, die Amygdala. Das gehört auch zum limbischen System. Ich werde dazu noch zurückkommen. Und in dieser Zeichnung hat man hier mit gestrichelter Markierung nur den Hirnstamm so markiert, dass das hier wäre. Was man aber nicht dargestellt hat, dass im Hirnstamm gibt es auch Zentren, die zum limbischen System eingeordnet werden. Ohne Vollständigkeit, ich habe ein paar Kerne hier aufgelistet. Die interpedunkulären Kerne, die tegmentalen Kerne und die Raphe-Kerne, die in der Mittellinie sind, deshalb der Name, die haben bei der Launenfunktionen, Einstellung der Laune eine größere Bedeutung. Besonders wichtig sind die Raphe-Kerne daran. Über die anderen interpedunkuläre und tegmentalen Kerne werde ich noch kurz nachher sprechen. Dann neben dem Hippocampus haben Sie im Temporallappen den Uncus auch gehört und den Corpus mammillare muss ich Ihnen wahrscheinlich auch nicht nochmal vorstellen. Das befindet sich am Boden des dritten Ventrikels und ist auch eine limbische Struktur.
Neben dem Hippocampus findet man den Gyrus parahippocamparis im Temporallappen, und wenn man das folgt, eigentlich nach hinten, ist diese Windung kontinuierlich mit dem Gyrus cinguli unter dem Splenium, sind sie miteinander kontinuierlich. Auf der inneren Seite, auf der medialen Seite, diese Stelle, kann man hier den Hippocampus sehen und auch Teile, worüber ich nachher noch sprechen werde. Dann eine Bahn, was Sie auch gut kennen, schon vom Seitenventrikel bei der Wand. Sie haben über die Stria terminalis gelernt, da läuft die Vena thalamus striata auch, und die Bahn verbindet die Amygdala dann hier mit dem Hypothalamus und mit den septalen Kernen. Da werde ich nochmal dazu zurückkommen. Der Fornix ist auch ein Teil des limbischen Systems mit allen Bestandteilen. Hier diese Markierung soll die Columna fornicis betonen, aber gibt es auch andere Teile noch. Und von dem Corpus mammillare gibt es auch Bahnen, die noch rausgehen. Der Tractus mammillo tegmentalis, auch Fasciculus mammillo tegmentalis genannt, und zum Thalamus noch. Der Tractus mammillo thalamicus geht zum Nucleus anterior thalami, wird auch zum limbischen System eingeordnet. Dann am Thalamus haben Sie beim Dach des dritten Ventrikels gelernt, dass die Tela choroidea des dritten Ventrikels an der Stria medullaris thalami gebunden ist. Und das ist wieder eine Bahn, was zum limbischen System eingeordnet wird. Das wird mit Appetitsteuerung, mit Nahrungsaufnahme zu tun haben. Ich werde gleich dazu zurückkommen, und den Fornix habe ich schon erwähnt, und beim Fornix laufen die Axone von dem Hippocampus bis zum Corpus mammillare. Also ich habe fast die ganze Neuroanatomie des Gehirns jetzt schnell aufgelistet, und Sie sehen, dass das Bild wirklich zusammengesetzt ist, chaotisch ist. Also es ist schwierig, eine solche Zusammenfassung zu geben, was das limbische System komplett beschreibt. Ich habe fast die Commissura anterior vergessen. Entschuldigung, das haben Sie auch beim dritten Ventrikel gelernt. Das gehört zu den Verbindungen des Riechsystems, wie Sie nachher sehen werden. Also es ist vielleicht auch einfacher, vom Gehirn die Arealen aufzulisten, die nicht zum limbischen System gehören, weil fast das ganze Gehirn heutzutage schon irgendwelche limbische Funktionen hat. Deshalb, dass die vielfältig beitragen, deshalb das System kann man schwierig beschreiben in einer solche kurzen Vorlesung. Trotzdem, man muss etwas darüber sagen. Ich habe jetzt die wichtigsten Teile einfach aufgelistet, und jetzt versuche ich, ein paar Verbindungen zu erklären. Ich kann das nicht ganz vollständig erklären, weil das sehr zusammengesetzt ist, aber vielleicht sprechen wir erstmal über die wichtigsten Afferenzen des limbischen Systems. Also was für welche Informationen kommen zum limbischen System, und wie beeinflusst das die Funktion? Natürlich, unsere Emotionen werden von allen möglichen Modalitäten betont, aber wie das evolutionär entstanden ist, das limbische System, ich habe damit angefangen, dass das phylogenetisch eine ältere Hirnregion oder eine Gruppe von älteren, phylogenetisch früher entstandenen Hirnregionen. Phylogenetisch uralt ist das olfaktorische System, dass wir chemische Signale von der vom Umwelt aufnehmen. Und ich wollte jetzt deshalb als eine der wichtigsten Afferenzen zum limbischen System das olfaktorische System kurz erwähnen. Sie haben darüber schon im zweiten Semester relativ viel gehört. Beim Nasenraum haben Sie oben die Regio olfactoria kennengelernt. Unter der Lamina cribrosa liegt das an der concha nasalis superior, befindet sich diese Riechschleimhaut, wo dann die entsprechenden Zellen eingebaut sind, worüber ich eigentlich schon im ersten Teil des Semesters bei den Rezeptoren gesprochen habe. Diese sind primäre Sinneszellen hier, die dann ihre eigene Fortsätze haben. Einerseits, sie haben Zilien, die dann die chemischen Signale aufnehmen. Und dann andererseits, die Zellen haben ein Axon,
das durch die Lamina cribrosa und Fila olfactoria in den Bulbus olfactorius treten und dort werden sie synaptisieren. Also die Riechepithelzellen, die Sinneszellen, nehmen die olfaktorischen Signale auf und sie vermitteln ihre Signale zum Gehirn. Sie haben ihr eigenes Axon dafür und sie sind dann für die Informationsaufnahme und Weiterleitung gleichzeitig zuständig. Deshalb nennt man sie primäre Sinneszellen. Und dann die primäre Sinneszellen leiten diese Signale durch die Fila olfactoria in den Bulbus olfactorius. Und innerhalb des Bulbus olfactorius, das ist ein Kern eigentlich, kann man ein komplexes System von Neuronen finden, die dann miteinander vielfältig synaptisieren. Wenn Sie sich für die Prüfung vorbereiten, verbringen Sie zu viel Zeit mit diesen synaptischen Verbindungen hier nicht. Es reicht, wenn Sie wissen, dass dort komplizierte Synapsen von unterschiedlichen Zellen vorkommen. Es gibt hier auch glomeruläre Synapsen, zusammengesetzte Synapsen, die dann die Signale aus den Riechepithelzellen oder die Riechsinneszellen, Entschuldigung, aufnehmen und dann nach Übertragung zu den Mitralzellen werden dann die Informationen noch zu höheren Zentren vermittelt. Die von hier ausgehenden Axone werden zu der Rinde laufen, aber es gibt hier noch Rechts-Links-Verbindungen auch durch die Commissura anterior hauptsächlich. Es werden Axone die Mittellinie überqueren und von der Mittellinie kommen auch Informationen hierher. Also es gibt eine Verbindung zwischen rechter und linker Bulbus olfactorius. Und bei Menschen soll diese Funktion eigentlich schon eine untergeordnete Rolle haben, weil wir uns hauptsächlich visuell orientieren, aber bei Lebewesen, die eigentlich durch Riechinformation sich orientieren und zum Beispiel nachts aktive Tiere oder Nagetiere oder auch Raubtiere können die Nahrung oder die Spuren von potenziellen Beuteltieren so finden, dass sie dann wahrnehmen, von welcher Richtung die Geruchsinformation kommt. Und das ist nur sich so vorzustellen, wenn sie die Geruchsinformation, die von rechts kommt, von links kommende Geruchsinformation unterscheiden kann. Und das soll die Rechts-Links-Verbindung hier unterstützen. Wie gesagt, bei Menschen ist diese Rolle untergeordnet. Generell die Riechinformation, was von Menschen perzipiert wird, wird relativ wenig das Bewusstsein beeinflussen, aber hat wahrscheinlich eine sehr große Bedeutung beim Unterbewusstsein und wird deshalb bei Emotionen und deshalb im limbischen System eine wichtige Funktion haben. Bei Partnerwahl zum Beispiel ist die Geruchsinformation, ob jemand sympathisch oder attraktiv gefunden wird, wird uns stark beeinflussen, auch wenn man visuelle Reize auch natürlich verarbeitet. Okay, also wir waren jetzt beim Bulbus olfactorius und von hier geht es weiter durch den Tractus olfactorius, was Sie hier oben sehen. Und dann in einem anderen Aspekt sehen wir das System jetzt, also das war der Bulbus olfactorius, bis zum Bulbus olfactorius sind wir gekommen, das war das zweite Neuron. Und von hier geht es weiter durch den Tractus olfactorius und hier geht der Weg in drei unterschiedlichen Richtungen weiter. Einerseits kann direkt zur Rinde gehen durch diese Stria olfactoria lateralis und dort kann man, wenn man den Temporallappen ein ganz bisschen nach medial, nach lateral klappt, dann versteckt, kann man schlanke Windungen finden, die dann Gyrus ambiens und Gyrus semilunaris heißen. Diese sind die Windungen der Riechrinde. Und von hier geht es noch auch weiter zu einer Unterregion der Amygdala, zum corticomedialen Kern, was auch viele Geruchsinformationen bekommt. Bitte beachten Sie, dass wir jetzt bis zur Rinde gekommen sind, ohne durch den Thalamus zu gehen. Sie haben vor ein paar Vorlesungen vom Thalamus gehört und es wurde gesagt, dass dort die meisten Informationen, die das Bewusstsein erreichen, die Rinde erreichen, verschaltet werden. Die Riechinformation ist eine Art von Modalität, was dort im Thalamus nicht verschaltet wird. Dann die Riechinformation wird auch noch durch die
mediale Striaolfaktoria verlaufen. Striaolfaktoria medialis, das kreuzt noch die Mittellinie und wird bei der Substantia perforata anterior noch weiter verschaltet. Und da der Nucleus olfactorius anterior befindet sich in diesem Bereich direkt hinter dem Trigonum olfactorium, dort wird noch eine Verschaltung stattfinden im Nucleus olfactorius anterior und das hat doppelläufige Verbindungen mit dem Bulbus olfactorius, sodass hier noch eine Rückkopplung zum Bulbus olfactorius gegeben wird und soll auch für die Richtung der Geruchsinformationen unterstützen, dass man das wahrnimmt, von welcher Richtung die Geruchsmoleküle kommen. Wie gesagt, bei Menschen hat dieses System eine untergeordnete Rolle schon, aber in vielen Tierarten hat das eine große Bedeutung bei der Orientierung, bei der Nahrungsaufnahme. Gut, und wie das dann weitergeht noch, also wir sind jetzt einerseits bis zum Stria olfactoria medialis gekommen und unter dem Corpus callosum gibt es diese Subcallosa, diese Area subcallosa, was ich früher auch als limbische Region erwähnt habe. Und von hier geht es weiter und ich möchte jetzt nicht alle Bahnen erklären, ich wollte nur eine Richtung betonen oder zwei Richtungen betonen. Einerseits die Information geht durch Stria medullaris thalami rüber zu den Habenula-Kernen. Und das haben Sie beim dritten Ventrikel gelernt. Dort ist das Trigonum habenulare. Und von dort geht eine Bahn nach unten zum Tegmentum des Mittelhirns, zu den Nuclei interpeduncularis. Das geht durch den Fasciculus retroflexus, so heißt die Bahn. Ich werde darüber noch eine Folie haben. Und dann geht es weiter durch ein paar Umschaltungen in der Formatio reticularis noch nach unten. Und das schließt sich zu der Bahn an, weil Sie beim Hypothalamus auch hören werden, zum Fasciculus longitudinalis dorsalis. Und die Bahn geht runter zum Hirnstamm, zu den vegetativen Kernen, die Sie schon gut kennen, zum Nucleus dorsalis nervi vagi und Nucleus salivatorius superior und inferior. Diese Kerne müssen schon in den früheren Vorlesungen erklärt worden sein, beim Vagus und beim Glossopharyngeus bzw. beim Facialis. Diese Kerne sind auch für die Nahrungsaufnahme zuständig, in dem Sinne, dass die den Magen vorbereiten, mit Magensäurensekretion zum Beispiel, und die Speichelproduktion wird von den beiden anderen Kernen geregelt. Also die Geruchsinformation wird so dann die Nahrungsaufnahme durch diesen Weg steuern. Wenn Sie eine attraktive Nahrung sehen, wenn Sie Ihr Lieblingskuchen sehen, hören, also wahrnehmen, oder die Geruchsinformation wird Ihnen mitteilen, dass Sie jetzt Ihr Lieblingskuchen essen dürfen, oder Sie werden nur einen attraktiven Geruch von Ihrem Lieblingsessen dann wahrnehmen, dann werden die entsprechenden Zentren aktiviert und die Speichelproduktion wird gestartet. Aber auch andersrum, wenn man etwas wirklich Ekelhaftes sieht oder fühlt oder wahrnimmt, wenn etwas wirklich stinkt, dann wird man davon ganz im Gegenteil nicht irgendwie Speichel produzieren, sondern manche, die noch empfindlicher sind, sogar erbrechen. Deshalb ist die Verbindung zwischen Geruchsinformation und Nahrung bzw. Nahrungsaufnahme auch physiologisch wichtig. Gut, also ich habe so viel von der Nahrungsaufnahme sagen wollen und andererseits von der Area subcallosa durch den Striae longitudinalis gehen die Reize auch rüber zu der Riechrinde und dort wird dann die Information auch noch bewusst, wie man dann diese Geruchsinformation wahrgenommen hat und nicht nur automatisch die Speichelproduktion wird gestartet, sondern unser Bewusstsein wird auch darüber informiert, was wir gerade wahrgenommen haben. Aber ich habe früher schon erwähnt, dass die Geruchsinformation nicht ganz bewusst beim Menschen ausschließlich bewusst bewertet wird, sondern ganz viele Informationen werden unbewusst nur bleiben und beeinflussen unseres Benehmen, ohne wirklich das Bewusstsein zu erreichen, wie beim Partnerwahl zum Beispiel. Wenn wir jemanden attraktiv finden oder eben nicht, wird eher so im limbischen System
so entschieden, dass das Bewusstsein nicht unbedingt erreicht. Gut, also so viel wollte ich über Afferenzen, was die Geruchswahrnehmung betrifft, erklären. Und noch ein afferentes System wollte ich erwähnen, außer ganz viele andere. Und das wäre das spinothalamische System. Und Sie haben darüber auch sehr wertvolle Vorlesungen gehört und ich will nicht jetzt diese Vorlesungen wiederholen. Sie wissen, dass das spinothalamische System für die protopathischen Signale zuständig ist, aber Sie haben schon in den früheren Vorlesungen über das System gehört, dass es nicht nur Schmerz- und Temperaturwahrnehmung macht, sondern auch die Reize aufnimmt, die dann das limbische System stark beeinflussen, sodass die eventuell positive Lustgefühle oder negative, ganz schlechte Gefühle auslösen können. Und dieselbe Bahn sorgt für die Weiterleitung von Schmerzimpulse und auch Lustgefühle, die dann zum Beispiel bei der Berührung, bei einer sexuellen Berührung zum Beispiel, die dann zu positiven Gefühlen führen können. Also das spinothalamische Bahnsystem besteht aus unterschiedlichen Teilbahnen und ich möchte jetzt die spinoretikulären Fasern erwähnen, die ähnlich vom Rückenmark entspringen. Sie werden gekreuzt. Sie steigen hoch, aber in unterschiedlichen Kernen der Formatio reticularis. Hier bitte verschwenden Sie Ihre Zeit mit der Nomenklatur dieser Kerne nicht. Es gibt hier viele Kerne in der Formatio reticularis, wo das alles verschaltet wird. Aber von hier durch multisynaptische Wege wird die Information doch bis zum Großhirn gebracht und teilweise zu der Amygdala. Und teilweise zu den Kernen, die unter dem Septum pellucidum liegen, die septalen Kerne werden davon informiert und sie werden dann noch zu anderen Hirnarealen durch das mediale Vorderhirnbündel auch weitergeleitet. Also diese Signale werden unsere Emotionen erwecken. Deshalb, wenn Sie sehr schlecht gelaunt sind, wenn Sie wenn etwas Schreckliches geschehen ist, wenn Sie getröstet werden müssen, zum Beispiel Sie werden von Ihrem Freund, Freundin, Partner, Eltern umarmt oder gestreichelt nur, dann das löst schon ganz gute, positive Emotionen aus. Dieselben Hautrezeptoren, die eigentlich die Berührung, die grobe Tastempfindung machen, werden jetzt ganz stark emotional bewertet. Genauso bei sexuellen Funktionen, die Berührung löst ganz starke Emotionen und Erregungen aus. Und dieselben Rezeptoren, die in der Haut liegen, lösen die Schmerzimpulse auch aus. Bei manchen sexuellen Devianzien es gibt Leute, die Schmerzgefühle eigentlich als Lustgefühle teilweise wahrnehmen und andersrum, es gibt auch solche Fälle, die dann die Personen, die ganz normale Berührungen schon schmerzhaft finden und diese sind auch mit diesem System verbunden, weil dieselbe Information ein bisschen anders von manchen Personen bewertet wird. Gut, mehr wollte ich vom spinothalamischen System nicht sagen. Ich wollte nur diese Seite, diesen Aspekt des Systems betonen, dass das die emotionale Ladung der Ereignisse, die im Leben gestehen, auch beeinflussen. Das spinothalamische System trägt bei. Gut, dann die inneren Verbindungen des limbischen Systems und dann etwas von den Efferenzen möchte ich in den kommenden paar Minuten sagen. Also wenn Sie etwas von dieser Vorlesung erlernen wollen für die Prüfung, dann bitte diese Folie neben der Liste der limbischen Strukturen, was ich am Anfang gezeigt habe, wo dann nur die limbischen Zentren aufgelistet waren. Diese Folie ist wahrscheinlich die wichtigste von allen, weil seit vielen, vielen Jahren weiß man schon, dass die limbischen Zentren miteinander verbunden sind und es entstehen so in sich selbst zurückkehrende Regelkreise. Das wird nicht nur hier, sondern in vielen anderen Systemen im Gehirn funktionieren. Ich werde später von der Bewegungskoordination noch eine Vorlesung halten. Dort werden Sie auch sehen, dass es viele Regelkreise im Gehirn funktionieren, dass es die Signale zum selben Punkt immer wieder zurückkehren. Es ist im limbischen System auch so und diese Person
namens Papez, aber das ist eigentlich so, dass diese Person hat sich selbst als Papes genannt, aber in der ganzen Welt, das nennt man Papez Neuronenkreis. Also dieser Neuronenkreis ist seit vielen, vielen Jahren schon erforscht worden und das besteht aus einem System von Bahnen. Und weil das ein Regelkreis ist, das ist eigentlich egal, wo man beginnt, aber Sie werden bald sehen, warum es lohnt sich vielleicht mit dem Hippocampus anzufangen. Von dem Hippocampus entspringt der Fornix. Und der Fornix, wie Sie schon gehört haben, im Seziersaal endet im Corpus mammillare. Dann von dem Corpus mammillare geht der Tractus mammilothalamicus hoch. Und das habe ich in meiner früheren Folie auch erwähnt. Und das endet in dem vorderen Thalamuskern im Nucleus anterior thalami, auch limbisch, obwohl eine diencephalische Struktur ist. Und von hier aus strahlen die Reize aus und die werden zum Gyrus cinguli gebracht. Das geht teilweise durch den Radiatio thalami anterior, aber wenn Sie Tractus thalamocingularis dazu sagen, dann machen Sie auch keinen Fehler. Jetzt sind wir in dem Gyrus cinguli. Und in der Tiefe der Gyrus cinguli geht es weiter mit Axonen, die dann herumlaufen um den Corpus callosum nach unten und die Bahn, was in der Tiefe der Gyrus cinguli in der weißen Substanz liegt, heißt Cingulum. Und das Cingulum trägt die Reize zu der Windung neben dem Hippocampus zum Gyrus parahippocampalis zurück und dann sind wir schon wieder beim Hippocampus. Das ist ein in sich selbst zurückkehrender Regelkreis. Und die Information kommt nach mehreren Verschaltungen zu derselben Stelle am Ende zurück. Sie könnten die Frage stellen, was für einen Sinn macht das, solche Regelkreise zu haben. Und das hat man immer noch nicht ganz verstanden, was die Forscher betrifft. Aber man glaubt jetzt, also der Modell heute sagt, und das glauben wir, dass es so funktioniert, dass in diesem Regelkreis die Information wird als elektrische Signale kodiert und das läuft herum. Und wenn etwas stark uns emotionell in Anspruch nimmt, dann die Reize werden stärkere Emotionen auslösen. Deshalb, sie werden aktiver und sie werden mehrmals in diesem Neuronenkreis laufen. Und wenn Sie mehrere Kreise machen, dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Neuronen stark aktiviert werden, vergrößert sich. So starke Aktivation kann auch entstehen, dass die Verbindung zwischen den Nervenzellen kann verstärkt werden. Es können neue Synapsen entstehen und diese Synapsen können auch länger aktiv bleiben. Und man denkt heutzutage, dass unsere Gedächtnisfunktion hängt von der Konstellation der aktiven Synapsen ab und es können neue Synapsen schnell entstehen. Manche, die nicht benutzt werden, bilden sich langsam zurück. So vergisst man nach einer gewissen Zeit. Wenn es um Gedächtnisbildung geht und Emotionen, hier ist die Verbindung, je stärker die Emotionen sind, desto aktiver ist dieser Regelkreis und länger kann man diese Reize dann erinnern, weil dann die Zentren, die für Langzeitgedächtnisspeicherung da sind, länger stimuliert werden und effektiver die Reize dann sich merken können. Also in diesem Papez-Neuronenkreis ist es wichtig, dass die Information herumläuft, wenn dieser Regelkreis irgendwo unterbrochen ist. Es kommt zu Gedächtnisstörungen, zum Beispiel beim Corpus mammillare kann eine Schädigung vorkommen. Korsakow-Syndrom heißt die Erkrankung und diese Personen haben dann Gedächtnisstörungen. Es kommt in chronischen Alkoholikern oft vor. Noch drei weitere Bahnen, die kleinere Bedeutung haben, aber ich erwähne die nochmal, obwohl ich die schon erwähnt habe bei der Einführung. Stria medullaris thalami, die Bahn, die dann zwischen septalen Kerne und Hypothalamus und Habenula-Kerne liegt. Das hat bei der Steuerung von Nahrungsaufnahme und Appetit eine Bedeutung, was ich früher auch erwähnt habe. Dann die Stria terminalis, Verbindung zwischen Amygdala und hypothalamischer Kerne. Diese Bahn wird auch wichtig für die Aktivierung der hypothalamischen vegetativen Kerne und
Anpassung zu stressvollen Situationen von der Amygdala aus geregelt, werden dann durch die Stria Terminalis dann eingestellt und aktiviert. Ich werde am Ende der Vorlesung noch vielleicht Zeit haben, eine Folie von der Amygdala zu zeigen. Dann der Fasciculus Retroflexus oder Tractus Habenulor Tegmentalis ist dann eine Bahn, was so nach unten geht und ist hier nicht so wirklich dargestellt, aber das verbindet die Habenula-Kerne mit der Formatio Reticularis und mit dem Nuclei Interpeduncularis. Ich habe in der früheren Folie erklärt, wie die Geruchsinformation, die Nahrungsaufnahme und Speichelproduktion steuert diese Bahn. Der Fasciculus Retroflexus gehört zu diesem System und geht von den Habenula-Kernen bis zur Formatio Reticularis. Und bevor ich weitergehe von den Verbindungen, ich möchte nochmal die efferenten Verbindungen des limbischen Systems erläutern. Also diese Zeichnung jetzt, was Sie jetzt noch sehen, ist einfach ein Regelkreis, Papez-Neuronenkreis. Das ist einfach eine andere Darstellung. Und die Information läuft in diesem Papez-Neuronenkreis herum. Für kürzere Zeit kann das die Information auch speichern. Und dann, wenn da mehrere Kreise die Information läuft, dann kann von hier weitergehen. Von dem Hippocampus ausgehend geht es hauptsächlich zu Assoziationsarealen der Rinde. Und man denkt, dass die Langzeitgedächtniszentren, wo man die Information länger speichern kann, sie liegen hauptsächlich in den Assoziationsarealen der Rinde. Und von hier kann man diese Reize wieder hervorrufen und man kann diese Reize dann nach einer gewissen Zeit wieder aktivieren, hervorrufen und dann erinnert man auch länger die unterschiedlichsten Ereignisse. Dann von dem Hippocampus geht es weiter noch zu der Amygdala auch. Und hier sind die Affekte gespeichert hauptsächlich. Und von hier aus können unterschiedliche Zentren aktiviert werden, wie erwähnt, die hypothalamischen Zentren. Und da im Hypothalamus sind die Zentren für endokrine Funktionen und auch Nahrungsaufnahme. Das wird so durch hypothalamische Zentren, die das Benehmen beeinflussen, ob wir etwas essen oder nicht, ob wir hungrig werden oder nicht, ob etwas gegessen wird oder nicht, wird dann entschieden. Die Signale gehen einerseits von dem Fornix aus, andererseits durch die Stria Terminalis erreichen wir diese Zentren. Und die Stria Terminalis führt auch noch Axone zu einem Kernkomplex, zum Nucleus Accumbens, was dort liegt, wo der Nucleus Caudatus und das Putamen zusammengewachsen sind und dort sind Zentren für Belohnung und Lust und von hier geht es weiter zu der präfrontalen Rinde und das wird unsere Persönlichkeit, Initiativen, Antrieb, Benehmen beeinflussen. Also das limbische System wird so mit dem Papez-Neuronenkreis dann vielfältig das Benehmen, die Persönlichkeit, Antrieb und auch die unterschiedlichsten endokrinen Funktionen indirekt beeinflussen. Diese efferente Verbindungen wollte ich betonen. Man könnte natürlich noch ganz viel darüber erzählen, aber die Zeit ist fast schon vorbei und deshalb würde ich nicht mehr sagen darüber. In den letzten paar Minuten wollte ich noch etwas über Hippocampus und Amygdala noch zeigen. Sie haben den Hippocampus schon öfters gesehen im Seziersaal. Wenn man den Temporallappen von oben eröffnet, die Höhle davon und abschneidet ein Stück davon, dann sehen Sie im Cornu temporale diese Verdickung, das ist der Hippocampus. Und neben dem Hippocampus, man kann noch den Gyrus parahippocampalis und den Gyrus dentatus sehen. Und von dem Hippocampus geht der Fornix aus. Und noch eine Sache, was die Studierenden oft falsch verstehen. Es gibt einen Begriff namens Hippocampus-Formation und Hippocampus im engeren Sinne. Die sind nicht Synonymen, weil unter Hippocampus-Formation, Formatio Hippocampalis auf Latein, versteht man all diese Arealen, also den Gyrus dentatus, den Hippocampus selber, daneben den Subiculum und die entorhinale Rinde, die dann
in dem Gyrus parahippocampalis zu finden sind. Und diese sind dann Unterregionen der Hippocampus-Formation, die alle mit Emotionen, mit Gedächtnis auch zu tun haben. Wenn man den Hippocampus so von der Umgebung isoliert, dann bekommt man dieses Präparat. Und wenn Sie das mit einem Seepferdchen vergleichen, dann verstehen Sie eigentlich, warum Hippocampus genannt wird. Diese Fische werden eigentlich Hippocampus auch genannt, aber der Name kommt andersrum. Also man hat erst diese Fischarten dann entdeckt und jemand hat ist zu der Idee gekommen, wie ein Hirnregion aussieht und deshalb der Name. Also Hippocampus. Noch einen Namen muss ich erklären. Diesen Namen Cornu ammonis muss ich noch erklären. Wenn man einen Frontanschnitt von dem Hippocampus macht, dann kriegt man einen solchen gekrümmten Anschnitt, was dann ganz typisch ist. Und jemand hat einmal zu der Idee gekommen, ist zu der Idee gekommen, dass das ähnelt an dem Horn von einem Schafbock. Und im alten Ägypten hat man Gott Amun als Schafbock immer gezeigt oder diese Statuen stellen diesen Gott immer als ein Schafbock dar und deshalb Cornu Ammonis, also Horn von Gott Amun, ist auch in der Nomenklatur Ammonis. Deshalb im Frontanschnitt ist ein Synonym für Campus eigentlich. Gut, und dann die anderen Areale mit Gyrus dentatus und Subiculum und dentorinale Rinde sehen Sie daneben. Die befinden sich schon, die letzten beiden, im Gyrus parahippocampalis. Okay, die Verbindungen des Hippocampus sind sehr vielfältig. Ich habe jetzt von den efferenten Bahnen den Fornix betont, der hauptsächlich zum Corpus mammillare geht, aber andere hypothalamische Kerne bekommen viele Axone und sogar zurück zum Gyrus cinguli und zu der subkallosalen Arealen gehen auch Axone und die Afferenzen kommen von dem Gyrus cinguli und von dem Gyrus parahippocampalis in erster Linie. Das habe ich schon früher erklärt. Diese Folie stellt die trisynaptische Verbindung des Hippocampus dar. Wenn Sie sich für die Prüfung vorbereiten und in der Nacht sind vor der Prüfung, dann gehen Sie eher schlafen, statt diese Folie zu studieren. Aber wenn jemand eine sehr gute Note haben will, vielleicht als 5-Frage kann diese Frage kommen, was für eine Verbindung im Hippocampus oder was für welche Verbindungen im Hippocampus haben Sie gehört. Es geht darum, dass hier in dem Gyrus dentatus Körnerzellen liegen und diese Körnerzellen nehmen die Afferenzen auf, die von dem Gyrus parahippocampalis als Fasciculus kommen und nach einer Synapse geht es weiter zu den Pyramidenzellen des Hippocampus. Hier sind die hippocampalen pyramidalen Zellen und von hier entspringen die Axone, die später den Fornix ausbilden. Und bei der Gedächtnisbildung sollen die rückwärts zurückkehrenden Axonkollateralen, die sogenannten Schafferkollateralen, noch eine Bedeutung haben, die an dem Dendritbaum die Pyramidenzellen noch stimulieren als eine Rückkopplung. Wie ich am Anfang Ihnen gesagt habe, die Rinde hat wenigere Schichten. Hier habe ich die Schichten aufgelistet. Für eine sehr gute Note könnten Sie eventuell die Nomenklatur der Schichten in der Rinde, in der Hippocampus-Region erlernen. Die Nomenklatur weicht hier von den 6 Schichten der großen Rinde der neokortikalen Arealen ab. Gut. Ich habe ganz häufig jetzt von Gedächtnis gesprochen. Ich habe eine Folie zusammengestellt, damit Sie die Begriffe verstehen später in der Physiologie. Also explizites Gedächtnis muss man jetzt betonen, weil das mit dem Hippocampus zu tun hat. Man kann das weiter unterteilen auf deklarativen und episodischen Teile, dass man Ereignisse oder eben Tatsachen sich erinnert. Aber der Hippocampus selber ist bei der Speicherung der Information nicht
nicht direkt beteiligt. Es ist eher so, dass der Hippocampus kann die Informationen hervorrufen von den Arealen, die dann die Informationen speichern. Und der Gyrus parahippocampalis und die perirrinale und die entorhinalen Rinden im Temporallappen haben dabei eine wichtige Rolle, dass man durch Kommunikation mit Hippocampus die Informationen hervorgerufen werden können, wenn man etwas erinnern will. Und Sie haben wahrscheinlich schon über Alzheimer-Krankheit gehört. Das wird global das Gehirn beschädigen. Aber wenn es zu einer Hirnläsion kommt, eine Alzheimer-Krankheit kommt, oft beginnt die Erkrankung in diesem Bereich und führt schnell zu Gedächtnisstörungen. Über implizites Gedächtnis möchte ich jetzt weniger sagen. Das hat teilweise mit Bewegungsprogrammen zu tun und Basalganglien, darüber haben Sie schon andere Vorlesungen gehört, und die Emotionen werden teilweise von der Amygdala noch geregelt. Und die Amygdala ist die letzte, was ich erwähnen will, und dann lasse ich Sie gehen. Ich werde vielleicht eine Minute noch länger reden, Entschuldigung. Also die Amygdala, wie Sie wissen, befindet sich im Temporallappen vor dem Cornu temporale, und die Amygdala hat ganz viele Teilkerne, was Sie nicht erlernen müssen. Ich habe hier ein paar Kerne aufgelistet, die dann die kortikomediale Kerne, die basolateralen Kerne sind, die unterschiedlichsten Reize von allen möglichen Hirnarealen durch Assoziationsbahnen bekommen. Und dann entscheidet die Amygdala, ob etwas potenziell für uns gefährlich ist oder nicht. Und wenn ja, dann können die endokrinen Funktionen und die vegetativen Funktionen und die Emotionen ausgelöst werden. Und die werden dann ganz stark die Gedächtnisspuren auch beeinflussen, weil dann länger erinnert man die Ereignisse, die stärkere Emotionen auslösen, wie ich schon früher erwähnt habe. Und in der Amygdala weiß man, dass die Aktivität dieses Kerns mit Herzfrequenz, mit Atmung zu tun haben, und dann auch die Stressreaktion wird gestartet. Und man hat in Tierversuche die Amygdala stimuliert, und das löst auch Ernährungsereignisse und starke Emotionen auch aus. Bei Menschen und die Schädigung der Amygdala wird auch krankhaft, weil dann Angstlosigkeit und Hyperoralität entsteht. Das bedeutet, dass diese Versuchstiere oder seltener Menschen alles Mögliche essen wollen, die eigentlich normalerweise gar nicht essbare Sachen sind. Und es ist auch eine Hypersexualität charakteristisch für solche Personen bzw. Versuchstiere, die so eine Schädigung erleidet haben. Gut, ich konnte in dieser kurzen Zeit so viel vom limbischen System erzählen. Bitte verbringen Sie mehr Zeit mit den Folien, die ich betont habe, mit den wichtigsten Kernen, mit dem Papez-Neuronenkreis und mit den Verbindungen. Und wenn Sie wenige Sätze über die Funktionen sagen können, dann wissen Sie genug von dem limbischen System und werden Sie die Frage leicht in der Prüfung beantworten können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Dankeschön.